Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich starte heute wie immer einen neuen Vlog. Es ist einfach am einfachsten nebenbei. Genau, wer mich nicht kennt, ich bin Lea, ich bin 20, ich studiere Grundschullehramt im zweiten Semester. Und so langsam aber sicher geht meine Prüfungsphase los. Wir haben jetzt heute den 28.06. Am 20.07. glaube ich, schreibe ich meine erste Klausur. Nee, oder vorher, ich weiß es gar nicht genau. Irgendwann jetzt so in 3 Wochen ungefähr. Ich habe aber dann halt auch Geburtstag am 18.07. und fahre dann einen Tag nach Köln. Und deswegen muss ich auf jeden Fall vorher schon was fertig haben. Und nur noch quasi die Feinheiten lernen dann an dem Montag, also ich schreibe dienstags. An dem Wochenende bin ich dann komplett weg. Da bin ich auch bestimmt safe komplett tot. Und deswegen muss ich halt auf jeden Fall vorher alles fertig haben. Sonst kann ich da nicht hinfahren. Deswegen mache ich jetzt heute auch eher einen Mathe-Lerntag. Am Wochenende habe ich ganz viel Texte gelesen, die wir alle noch lernen müssen für das Studium und bin da auch recht weit gekommen. Da fehlt mir jetzt noch ein Text. Ich denke, den werde ich jetzt auch eben noch fertig machen. Dann kann ich das nämlich alles abhaken und habe das schon mal aus meinem Kopf raus. Und genau, es ist echt schönes Wetter. Ich denke, heute im Nachmittag werde ich mich dann raussetzen. Und ja, ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei diesem Video, bevor ich jetzt hier anfange, groß drum rumzulabern. Und als allererstes plane ich jetzt eben meine Woche. Das mache ich ja immer montags morgens als erstes. Ist einfach am praktischsten und genau. Genau, so morgens als Entspannung quasi, um ruhig in den Tag zu starten, gucke ich dann dabei jetzt noch ein YouTube-Video. Das ist auch so eine YouTuberin, die viel so über Uni macht, Motivation. Und die gucke ich echt immer gerne. Ich gucke es nicht regelmäßig, weil ich mir solche Vlogs dann immer für sowas aufspare, wenn ich Motivation brauche. Ich meine, ich bin jetzt echt motiviert, aber es gibt dann nochmal so ein bisschen mehr, so einen Kick. Und genau, dabei plane ich dann jetzt meine Woche, gucke das Video und bin dann so entspannt in den Tag gestartet. Wir haben es übrigens 20 vor 8 und genau, jetzt geht's los. So, ich blende ja sonst eigentlich immer einen Zeitraffer ein, wie ich meine Woche plane. Aber ich dachte mir, heute zeige ich euch dann mal so ein bisschen ausführlicher nochmal, wie ich das plane. Vielleicht ist das ganz interessant, ist jetzt auch nicht so mega special, aber ich dachte mir, komm, zeige ich es mal trotzdem. Dann ist ja auch mal ein bisschen Abwechslung in meinen Vlogs.
Also, ich habe jetzt erstmal angefangen. Das habe ich schon vorher eingetragen, dass ich heute Rallye online habe. Das ist nämlich immer so eigentlich alle 2 Wochen, aber dann doch teilweise ein bisschen unregelmäßig, weil letzte Woche hatte ich zum Beispiel was und ich 2 Wochen mal nichts. Und genau, dann trage ich mir immer ein, jeden Tag, dass ich Sport mache und mich dehne. Das mache ich eigentlich von montags bis freitags immer mit Sport und dehnen. Und am Wochenende dann nur dehnen. Ich mag es nicht so gerne, am Wochenende ins Fitnessstudio zu gehen, weil es da so voll ist. Und als nächstes trage ich mir dann erstmal so fixe Termine ein, wie zum Beispiel, wann ich arbeiten muss, wann ich zum Beispiel jetzt tanzen habe, also Training, und wann welche Vorlesungen ich habe, also so die allgemein. Müsste ich mir theoretisch nicht eintragen, weil ich es im Stundenplan habe, aber ich mag das halt, Sachen abzuhaken, und wenn die Vorlesung dann vorbei ist, kann ich es abhaken und dann sieht meine To-Do-List auch irgendwie so für meinen Kopf voller aus, und diese 1,5 Stunden Zeit, die dann weggehen, ja, mache ich ja auch was so. Ich weiß nicht, das kann ich voll schlecht erklären, und will das dann halt abhaken, dass ich das schon geschafft habe. Ja, ist nicht zum Merken, dass ich es habe, sondern einfach nur so fürs Gefühl. Das ist jetzt erstmal nur meine Woche mit den Terminen. Und jetzt ja, packe ich hier meine anderen To-Dos rein, meine Lernsachen, und versuche das zu füllen. Und das mache ich natürlich wieder mit meinem total tollen Lernplan. Genau, und meine Frisur sieht einfach nur schrecklich aus. Aber egal. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber kurzer Funfact. Ich habe mir noch nie in meinem Leben einen Pony geschnitten. Ich glaube, mit 4 oder 3, irgendwie so, hatte ich mal so einen Pony. Aber diese Haare, die wachsen einfach nicht. Und deswegen sieht das jetzt immer so schrecklich aus. Genau, das ist jetzt so der finale Plan. Ich habe mir jetzt mal für diese Woche überlegt, das so ein bisschen aufzuteilen. Zum Beispiel heute mache ich nur Mathe, morgen dann Pädagogik, dann hier ist wieder nur Mathe, hier wieder nur Pädagogik. Und genau, dann gucke ich mal, ob das besser ist. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit, sich da so einzudenken. Genau, ich lese jetzt aber erstmal trotzdem noch diesen Text zu Ende, damit ich das alles abhaken kann. Und dann geht's los mit Mathe. Yay. So, ich habe mir jetzt ganz schnell was angezogen. Und ich fahre jetzt eben in die Stadt, muss ein paar Dinge erledigen. Und dann geht es weiter. Ich bin wieder zurück zu Hause. Ich habe direkt wieder mein Sport-BH angezogen, weil es so warm ist. Ich muss jetzt so ein bisschen Mathe weiterlernen, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen mit den Gedanken woanders. Ich habe gerade mich so ein bisschen mit meiner Mama unterhalten, und ich will ja auch irgendwann bald ausziehen. Irgendwann bald ist in einem Jahr, in 2 Jahren, weiß nicht. Wir warten auf jeden Fall auf eine Wohnung. Wir haben da schon sowas in Aussicht, aber da wohnt halt noch jemand drin, und solange die Person da nicht auszieht, können wir da halt nicht rein. Es ist halt eine ältere Person, und es kann halt sein, dass sie dann irgendwie vielleicht mal, ich weiß nicht, wieder zurück nach Hause zieht, weil die halt dann nicht unbedingt pflegebedürftig ist, aber wer weiß. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass in naher Zukunft, in den nächsten, ich sag mal, bis 2 Jahren wieder rein können. Ein anderes Thema dann auch ist, dass mein Bett kaputt ist. Also es fällt so halb auseinander, weil das auch nur so ein günstiges Bett war. Und dann kam meine Mama auf die Idee, dass ich einfach jetzt schon mal ein Sofa kaufe, was wir dann auch in die Wohnung mitnehmen könnten. Und das dann so lange bleibt das dann in meinem Zimmer stehen. Ich meine, mein Zimmer ist groß genug. Da passt auf jeden Fall ein Sofa rein, wenn mein Bett dann weg ist. Und jetzt will ich mal ganz kurz im Internet schon mal so grob nach einem Sofa gucken, was mir da so gefällt. Da gehen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal in ein Möbelhaus, weil da wohl eine Couch war, auch wohl relativ reduziert. Und ich hoffe, dass ich da so einen richtigen Schnapper machen kann und mir das dann kaufen kann. Ich will zwar eigentlich einen neuen Laptop haben und darauf sparen, aber es ist halt auch irgendwie nice. Ja, ich guck mal. Ich habe jetzt mal beim IKEA geguckt. Ich glaube nicht, dass ich mir da ein Sofa kaufen werde, aber sowas in der Art hätte ich mir schon wohl vorgestellt. Der Preis geht auch auf jeden Fall super klar für so ein Sofa.
Jetzt bin ich beruhigt, habe so ungefähr eine Preisangabe, die es in diesen Möbelhäusern, die es bei mir so gibt, also in so richtigen Möbelhäusern. Ich weiß nicht, Ikea ist irgendwie so, ist auch ein richtiges Möbelhaus, aber es ist halt irgendwo schon günstig. Wird es bestimmt teurer sein, aber da gibt es halt auch nochmal mehr und anderen Sale und ja, aber muss ich mal gucken und genau. Ich bin auf jeden Fall gehypt, hab da Bock drauf, weil ich dann vor allem auch mein Zimmer umstellen müsste. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, ich finde was. Es war einfach mega, wenn ich jetzt schon sowas mega Cooles finden würde und mir kaufen könnte. Wäre halt richtig spontan, aber habe ich Bock drauf. Jetzt geht's weiter mit Mathe. Ich mache mir hier schon wieder meinen ersten Lernzettel und gucke mal, wie das so funktioniert. Ich bin zwar ein bisschen aus der Reihenfolge raus, aber ich brauche das für mein Übungsblatt, was ich abgeben muss. Da muss ich heute auch noch einiges für schaffen. Ja, mal schauen, wie das so wird. So, ich war jetzt zwischendurch wieder unterwegs. Ich habe nach einem Sofa gefunden, auch wohl eins geguckt, aber das ist ultra teuer. Für das Geld könnte ich mir auch einen neuen Laptop kaufen und dann bin ich so ein bisschen so, was will ich jetzt haben? Aber gut, ich überlege mir das nochmal. Irgendwie brauche ich das dann doch. Also das Sofa, aber ich bin noch nicht so ganz glücklich. Ich fahre auf jeden Fall nochmal in ein, zwei andere Möbelhäuser und gucke da mal, ob ich noch was Günstigeres finde. Weil das Problem ist halt auch, also ich meine, klar, ich kann das jetzt wohl in mein Zimmer stellen. Und von der Größe her würde das auch sicherlich in eine Wohnung passen. Aber ich will unbedingt so ein L-Sofa haben. Und dann ist es natürlich schwierig zu wissen, auf welcher Seite dieses L sein muss. Dass es dann auch in eine andere Wohnung passen würde, weil man das nicht umtauschen kann. Also man kann das bei keinem Sofa, bei keinem Modell irgendwie umtauschen, dass man das halt mal auf die eine und mal auf die andere Seite macht. Deswegen gucke ich nochmal weiter und gucke, ob ich vielleicht nochmal irgendwo so ein günstiges Schnäppchen ergattern kann. Das wäre natürlich auch toll. Ja. Und jetzt habe ich schon ein bisschen weiter bei Mathe gemacht. Ich habe tatsächlich auch was hinbekommen. Also die richtige Lösung kommt raus. Es macht Sinn, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Muss ich mal ein bisschen mit meiner Gruppe besprechen. Jetzt muss ich noch die zweite Aufgabe machen, den Punkt. Und ja, mega. Weil es so doll regnet, aber nur so dünne Tropfen und gewittert voll und ich liebe eigentlich Gewitter. Ich finde es auch richtig nice, wenn es vielleicht so richtig dunkel draußen werden würde und so blitzen würde und so. Feiere ich richtig. Ja, ich wollte zwar nicht rausgehen und da lernen, aber es hat sich jetzt ein bisschen erledigt, aber so ist es halt auch ultra angenehm. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber es donnert auf jeden Fall doch schon so ein bisschen. So, wir haben es jetzt ja schon wieder kurz nach 6. Ich habe heute schon wieder gar nichts geschafft. Ich muss jetzt aber erstmal eben schnell mein Video schneiden. Ich habe gleich auch wieder eine Vorlesung. Ach, gar keinen Bock. Und dann habe ich hier direkt schon tanzen. Was halt dann ein bisschen stressig ist. Ich muss meinen Bruder auch gleich noch zur Fahrschule fahren, weil es jetzt so regnet. Das ist halt genau in meiner Vorlesungszeit, was halt ein bisschen blöd ist. Aber gut, man macht ja alles gerne. Und ich schneide jetzt mein Video, deswegen kann ich jetzt logischerweise nichts filmen, wenn da keine Speicherkarte in meiner Kamera ist.
So, ich habe einfach jedes Mal Probleme damit, meine Speicherkarte wieder zu benutzen, wenn ich die aus meiner Kamera genommen habe. Das ist ultra nervig. Auf jeden Fall ist meine Vorlesung jetzt vorbei. Ich muss jetzt noch schnell meine Haare machen und meine Zähne putzen. Dann geht es für mich los zum Tanzen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich heute das Aufwärmtraining machen soll. Da kann, wie auch immer. Und genau, ich melde mich dann heute Abend nochmal ganz kurz. So, I'm back vom Training. Ich sitze auch wieder an meinem Schreibtisch. Ich bin schon quasi bettfertig gemacht. Also ich habe schon Zähne kurz und alles. Ich muss nur noch meine Kontaktlinsen rausmachen und meine Haare kämmen. Aber das mache ich später. Ich musste mich jetzt auf jeden Fall noch etwas Mathe machen, weil ich heute halt gar nichts geschafft habe. Wie gesagt, ich bin jetzt auch wieder relativ fit. Also ich wüsste, wenn ich jetzt im Bett liegen würde, würde ich locker auch noch bis 10:30 bis 11:30 am Handy chillen und dann kann ich jetzt auch noch ein bisschen was tun. Genau. That's it. Aber ich mache jetzt noch so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann gehe ich noch so 15 Minuten ans Handy, dann ist es 11:30. Dann kann ich so 6,5 Stunden schlafen. Oh, ist nicht so viel, aber sollte reichen. Genau. Yay. So, wie man sieht, ich bin jetzt wirklich fertig fürs Bett. Ich bin auch richtig kaputt. Der Tag war echt anstrengend. Das ist ja generell immer super anstrengend, wenn ich um 5 Uhr aufstehen muss. Das muss ich mir echt mal wieder ein bisschen mehr angewöhen, dass ich so in der Frühe besser rauskomme. So, wir haben es jetzt erst kurz nach 11, aber egal, ich kann nicht mehr. Und ich setze mich jetzt ins Bett. Ich habe jetzt hier noch mein iPad und mein Kalender. Werde da jetzt noch ein bisschen alles eintragen. Das möchte ich mir echt unbedingt wieder angewöhnen, das regelmäßig zu machen. Und genau, dann gehe ich auch sofort schon schlafen. Ich bin todesmüde, also wirklich so, so müde. Und dann melde ich mich morgen wieder bei euch. Guten Morgen! Wir haben Dienstag, es ist jetzt sofort 7 Uhr. Ich habe etwas länger geschlafen. Eigentlich wollte ich so um 5:45 spätestens aufstehen. Aber ich bin so müde, dass ich dann ohne Wecker weiter geschlafen habe. Und dann wurde es 7:20, was auch noch okay ist. Eigentlich hätte ich gedacht, so ich wache dann noch viel später auf, weil es ja ohne Wecker war. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Und gehe jetzt los ins Fitnessstudio. Meine Haare stehen hier jetzt schon ab. Mega geil. Genau, ich habe zwar eigentlich gar keinen Bock, aber ich mache jetzt eben kurz, ziehe schnell ein Workout durch. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Genau. So, ich habe mir jetzt eine Schale Melone zum Frühstück gemacht. Ich bin wieder dezent im Stress wegen meinen Matheaufgaben. Es fehlt noch eine Aufgabe und so 2 Teilaufgaben. Aber schauen wir mal, wie wir das so hinkriegen, ne? Ja. Achso, wir haben übrigens noch 20 Minuten Zeit. So, meine Vorlesung ist vorbei. Ich bin heute einfach todesmüde. Ich habe heute Morgen schon noch eine Dreiviertelstunde geschlafen. Jetzt gerade noch eine Viertelstunde. Die letzte Viertelstunde meiner Vorlesung. Ich konnte einfach nicht mehr zuhören. Und jetzt werde ich schnell duschen gehen und mich dann fertig machen für die Arbeit. Ich hoffe, dass es gleich besser wird und dass ich trotzdem noch einiges schaffe, aber so viel wird es nicht mehr. Nämlich jetzt 10:50 dusche ich schnell, dann esse ich und dann geht's los. Ich muss nämlich um 14 Uhr anfangen und ja. Yay. So, as you can see, ich habe geduscht. Ich dachte mir, ich gebe euch doch noch mal so 1-2 Updates zu meiner Impfung. Also ich hatte ja gar nichts. Ich habe auch bis jetzt nichts. Das Einzige, was ich habe, ist ein ultrablauen Fleck. Ich glaube, so kostet ich das nach einer Impfung noch nie. Tat auch so beim Einstechen ein bisschen weh. Ich bin eine Memme, also macht euch da nicht zu große Gedanken. Falls ihr noch nicht geimpft seid, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon geimpft seid oder noch nicht. Mehr auch nicht. Genau. Und jetzt werde ich kurz noch meine Vorlesung zu Ende weiter anhören, wie auch immer, bis wir gleich essen. Ich freue mich schon, es riecht auch mega gut. Es gibt so einen geilen Auflauf und zwar gibt es zum Aldi so eine vegane Bolognese-Soße. Und die hat meine Mama dann gemacht, einfach mit so Nudeln und damit Käse überbacken.
mega geil. Genau. Ja. So, ich habe meine Vorlesung geschafft. Ich föhne jetzt schnell meine Haare, dann esse ich was und ja, dann kann ich eigentlich schon fast los. Wir haben es jetzt 20 vor 1 und ja, ich habe keine Lust zum Arbeiten zu gehen, aber was muss, das muss. Nö. So, Haare sind einigermaßen getrocknet. Ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal eine Viertelstunde bei meiner anderen Vorlesung weiter. Die ist noch von letzter Woche Dienstag, aber ich bin irgendwie gar nicht dazu gekommen. Ist ein bisschen blöd, aber egal. Ich hoffe, ich habe diese Vorlesung noch und die ist nicht irgendwie gestrichen worden oder so. Also, gelöscht worden. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. So, ich bin zurück zu Hause von der Arbeit. Es ist tatsächlich noch richtig hell. So, eine Kamera ist ja noch normales Licht. Ja, wir haben es schon 8:40. Ich bin ein bisschen, aber auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen, traurig, dass Deutschland das Spiel verloren hat und jetzt raus ist. Aber gut, was soll's. Nächstes Jahr ist ja theoretisch schon wieder WM. Oder nicht? Also eigentlich ja schon, wenn das alles wieder passt. Weil die anderen Länder, sage ich jetzt mal, warten ja. Die hatten ja keine EM, die jetzt stattgefunden hat. Und vielleicht hat Deutschland da ja bessere Chancen. Man weiß es nicht. Aber egal, ich will da jetzt auch gar nicht so ein großes Thema raus machen. Ich muss jetzt noch 2 Vorlesungen in Psychologie bearbeiten. Ich finde meine angefangene Vorlesung nicht mehr wieder. Ich muss noch mal eben ein bisschen gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, wie die Vorlesung hieß. Also welche Überschrift die hatte. Genau, und dann werde ich die eine am Schreibtisch bearbeiten und die andere, glaube ich, im Bett ein bisschen entspannter. Ich gucke mal, wie schnell ich wie bald wohl komme. Okay, sehr traurige Geschichte. Es ist weg, also muss ich jetzt nochmal 2 von vorne anfangen. Aber egal, ich gebe jetzt einfach Gas, schreib schnell und dann hoffe ich, dass ich das hinkriege. Yay. Das ist echt immer richtig traurig, wenn das weg ist, weil ich habe da auch selbst schon 20 Folien gehabt und hätte nur noch 30 machen müssen. Aber gut. Ich hab ja sonst nichts zu tun. So, ich sitze im Bett. Das Licht ist maximal beschissen. Deswegen halte ich mich jetzt etwas kürzer. Ja, wir haben es jetzt 10:30. Ich bin jetzt nicht ganz fertig geworden, aber ich will nicht mehr. Da war gerade so eine Folie mit 8 Millionen Audiokommentaren und ich hasse Audiokommentare. Ich mache dann einfach morgen oder am Wochenende weiter. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt eine komplette Vorlesung noch durchgearbeitet. Ja, ich habe jetzt hier noch meinen Kalender und mein iPad. Fülle dann noch so kurz meine täglichen Sachen aus. Gucke dann noch kurz auf Instagram, kurz noch eine Folge von der Serie und gehe dann auch schlafen. Morgen früh werde ich zu 99,9% nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich habe einfach nicht so Lust und meine Vorlesung beginnt heute auch schon um 8 und dann müsste ich um 6 Uhr aufstehen und da sehe ich mich irgendwie gar nicht. Ich bin einfach so müde vom Wochenende, da war ich etwas länger abends unterwegs. Den einen Abend, glaube ich, bis um 3 und dann war ich um 8 Uhr wieder wach und den anderen Abend war ich dann bis 6 und war dann um 11 Uhr wieder wach, was in der Summe nicht so ganz viel Schlaf ist. Ich war dann auch schon von Mittwochs auf Donnerstags abends weg und hatte nur 4-5 Stunden geschlafen und dann, ja, hat sich das so ein bisschen aufsummiert, dass ich so wenig Schlaf habe und ich bin so ein Mensch, ich hänge dann immer monatelang hinterher und bin müde und total fertig und ich versuche jetzt so ein bisschen das rauszuholen, mache dann wahrscheinlich morgen einfach zu Hause ein Workout, das geht ja auch auf jeden Fall und genau, das wollte ich sagen und jetzt würde ich sagen, melde ich mich einfach morgen wieder. Ich wollte 10 Sekunden haben, jetzt sind es 2 Minuten. Mega. Danke.
Meine Vorlesungen sind vorbei. Wir haben es jetzt 21:45 und ich mache mir erstmal was zum Frühstücken. Irgendwo in diesem Kühlschrank. Ah, ich habe es gefunden. Da findet sich nämlich noch meine Melone. Oh mein Gott, ist das Licht schrecklich. I'm so sorry. So. Alles wieder ordentlich bekommen hier. Genau. Die werde ich mir jetzt erstmal schneiden. Und dann natürlich. Alles, das nehme ich nachher mit zur Arbeit, auch die restliche Melone dann. Und jetzt geht's hoch und ich werde weiter meine Uni-Sache machen. Ich bin heute motiviert, weil wir haben es erst 10:30 und ich habe jetzt noch bis um 13:30 Zeit, bis ich los muss zur Arbeit. Und das ist noch ein bisschen, zweieinhalb Stunden. Ich hoffe, da schaffe ich noch ein bisschen was. Was ich ja auch noch zeigen wollte, mein Bett ist kaputt, also das hängt hier komplett runter. Ich kann da jetzt auch nicht drin schlafen, weil dann bricht das hier alles auseinander. Also ich kann nicht in meinem Bett schlafen. Ich weiß noch nicht, wie ich es heute Abend mache. Entweder schlafe ich halt wirklich auf dem Boden, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Also ich habe auch gar keinen Bock, mein Bett irgendwie auseinanderzubauen. Und da steht auch richtig viel Krams drunter, den dann irgendwie wegzusortieren. Da sehe ich mich gar nicht heute. Oder ich schlafe halt eben bei meinem Freund, was definitiv die einfachere Variante wäre, aber halt schon irgendwie seltsam ist, wenn ich dann da so alleine schlafe. Einfach, weil ich gefühlt dann nie zu Hause schlafe. Also ich hätte jetzt heute und morgen Nacht noch zu Hause geschlafen und dann wäre ich sowieso wieder zu meinem Freund gefahren, weil der dann nicht mehr auf Montage fährt und ja, dann bin ich halt immer da. Ich meine, dann kommt es irgendwie auf die 2 Nächte jetzt auch nicht mehr drauf an, aber es ist halt irgendwie komisch, weil es nicht so geplant war. Ja, ich überlege mir das gleich nochmal, bis ich zur Arbeit fahre. Sonst denke ich, fahre ich von der Arbeit direkt dann zu ihm, weil ich bis um 9 Uhr arbeiten muss. Ja, total toll. Ich freue mich. Ja. Also es wird Zeit, dass ich jetzt endlich ein Sofa finde, kaufe, dann hier hinstelle, falls ich dann mal zu Hause schlafe, was ich eigentlich nicht denke. Aber man kann ja nie wissen. Ich mache jetzt erstmal noch meine Vorlesung zu Ende. Ich muss noch von ungefähr 10 Folien die Audiokommentare abhören. Und dann ist Mathe dran. Genau. Es hat jetzt einfach genau 1 Minute gedauert. Und jetzt bin ich fertig. Das heißt, ich werde jetzt diese Vorlesung auch direkt drucken. Weil sonst ist die nachher wieder weg. Da hätte ich nicht so Lust drauf. Ja, und ich würde sagen, es geht weiter mit Mathe. Yay, ich freue mich. Also ich bin echt gut im Zeitplan. Jetzt hoffe ich, dass ich die Matheaufgaben auch so einigermaßen hinkriege. Dann wäre das einfach alles tipptopp. Genau. So, ich bin schon wieder viel zu spät unterwegs, aber macht nichts. Ich bin es ja gewöhnt und ich glaube, ich bin auch recht schnell. Ich habe nämlich jetzt noch 15 Minuten Zeit, bis ich los muss zur Arbeit. Ich muss mich noch eben schnell umziehen, mir wahrscheinlich nur eben schnell einen Zopf machen. Danke, Tür. Und mir ein paar Sachen zusammensuchen. Ich schlafe nämlich heute Abend tatsächlich bei meinem Freund. Es war einfach so die Lösung, die, finde ich, am meisten Sinn gemacht hat. Ich muss mich eigentlich erst umziehen, bevor ich meine Haare mache. Genau, und dann muss ich mir was mitnehmen, damit ich heute Abend noch kurz ein bisschen lernen kann. Ich glaube, ich nehme einfach meine Karteikarten mit. Dann werde ich da ein bisschen die Wohnung aufräumen und dabei auswendig lernen, so ungefähr noch eine halbe Stunde. Und dann ins Bett gehen und chillen und ja. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie mega komisch, dass ich dann da so alleine schlafe. Aber eigentlich schlafe ich da ja eigentlich jeden Tag, deswegen ist es ganz normal, aber... Ja, ich weiß nicht. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich heute oder dass ich die letzte Nacht in diesem Bett verbringe. Wow.
Ich bin ready. Meine Sachen sind gepackt. Ich habe tatsächlich noch 5 Minuten Zeit, bis ich los muss. Also ich bin richtig gut in der Zeit. Ich schneide jetzt auch eben meine Wassermelone zu Ende. Und dann geht's für mich los zur Arbeit. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach heute Abend wieder, wenn ich bei meinem Freund bin. Mega. So. So. Ich bin zurück vom Arbeiten. Ja, ich weiß nicht, ich finde sie wie ganz verrückt, dass ich hier bin. Wir haben es jetzt 20 nach 9. Ich werde jetzt noch ganz kurz eine ganz kleine Kleinigkeit essen und mich dabei aber ins Bett setzen und noch ein bisschen Mathe weitermachen. Es ist echt ordentlicher hier als erwartet. Und das mache ich einfach dann am Wochenende jetzt. Am Freitag habe ich so eine Vorlesung. Da muss ich nicht ganz so viel zuhören. Da kann ich nebenbei gut aufräumen. Dann kann ich das besser dann machen. Genau, und dann halt so ein bisschen nebenbei mitschreiben. Und ja, ich gucke jetzt auch irgendwie dann was dabei beim Mathe machen. Und es ist einfach total verrückt für mich, dass ich jetzt hier quasi alleine in dieser Wohnung schlafe. Ich bin mal gespannt, wie ich schlafe. Ja, mal schauen. Ich konnte es mir nicht verkneifen und musste mir noch Kammbär machen. Dabei gucke ich jetzt Bad Neighbors. Ich glaube, ich habe den Film nämlich noch nie komplett gesehen, den ersten Teil. Den zweiten Teil schon, aber den ersten nicht. Und ja, dabei werde ich jetzt noch ein bisschen Mathe machen und den Abend genießen. Yay. So, wie man sieht, ich liege im Bett und bin fertig gemacht. Ja, ich werde jetzt noch den Film zu Ende schauen, dann ist es ungefähr 11 Uhr und dann schlafen gehen und ich würde sagen, ich beende mein Video dann hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ja, gebt mir gerne ein Like und lasst mir Feedback da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich habe gesehen, dass sehr, sehr viele meine Videos schauen, die nicht mich abonniert haben. Genau. Mein blauer Fleck ist einfach immer noch richtig krass da. Und ich würde sagen, bis zu meinem nächsten Video. Ciao!